Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Hearts of Iron 4 mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück im faschistischen Italien und im letzten Teil haben die Faschisten in Spanien die Oberhand gewonnen und tatsächlich den spanischen Bürgerkrieg beendet, beziehungsweise ich glaube, wir waren es eigentlich, nachdem wir Barcelona eingenommen haben. Müssen wir mal gucken. Ein Zuschauer, Sumo-LPs, meinte auch, es wäre ja vielleicht noch eine Idee, Spanien dann vielleicht doch zu überrennen und eher dem Imperium einzugliedern, als es dann doch über Bündnisse zu binden. Das ist natürlich nicht verkehrt. Ich persönlich hatte mich ja allerdings hier für eine Bündnisstrategie entschieden und möchte also gerne versuchen, Spanien in ein Bündnis mit reinzubekommen. Also ich denke, ich werde schon hier, na gut, wobei wir haben keinen Nicht-Angriffspakt, ne? Aber den habe ich, glaube ich, jetzt, ja, ich habe die albanische Besatzung noch drin, den Nicht-Angriffspakt mit Spanien. Oder haben wir den schon mal? Jetzt muss ich nochmal gerade gucken. Ne, warte mal, Moment. Ja, er hat Freiwillige aus anderen Nationen. Ja, okay, gut, aber das ist ja was anderes, ne? Ich muss mal gerade gucken, das ist so doof, dass das, es ist ein Ticken zu breit, finde ich, aber gut. Ja, aber da müssen, für das Bündnis müssen wir halt erst, da müssen wir halt erst Frankreich platt machen. Ja, das werden wir ja auch schaffen, denke ich. Ja, wir müssen mal schauen. Also, ich denke mal, wir halten uns da alle Optionen offen. Wir machen tatsächlich die Mussolini-Taktik. Er ist wirklich derjenige, der sich immer die Optionen offen behalten hat und insofern werden wir es auch versuchen. Ich habe mir übrigens gedacht, ich werde ja Ubaldo Sordu zu einem Panzergeneral machen wollen. Und ich werde allerdings diesen Angriffsbefehl, den habe ich jetzt zwar so geplant, den werde ich aber nicht von der KI ausführen lassen, weil ich glaube, das Erste, was Alberto Sordu machen ist, er wird mit meinen Panzern hier ins Gebirge fahren. Und ich glaube, in diesem Fall ist die Ausnahme vom Schlachtplan auch so ein bisschen berechtigt, denn in der Tat also Panzer sind wirklich echt die Einheiten, die ich der KI gar nicht anvertrauen will, weil die einfach überhaupt nicht mit Panzern umgehen kann. Man sieht es ja auch hier schon, da stehen zwei Panzerdivisionen, drei Panzerdivisionen, fünf Panzerdivisionen, sechs Panzer, also alle französischen Panzerdivisionen stehen halt hier im Gebirge und fressen 40% Verschleiß. Das ist einfach irrsinnig, das muss man so sagen. Gut, aber ich glaube, in dem Part werden wir den Krieg erleben. 11. November 36, bis dahin haben wir noch Zeit. Und dann können wir den Krieg erklären. Wir schauen nochmal ganz kurz in unsere Forschung. Artillerie haben wir in 40 Tagen fertig. Das haut also hin. Das ist gut. Rohstoffabbau ist egal. Aufklärung. Wäre halt nice. Haut aber nicht mehr hin. Aber kriegen wir ja dann im Krieg. Ist also insofern cool. Wir haben noch das Ziel, ein bisschen mehr Artillerie zu produzieren. Damit wir unsere Gebirgsjäger nochmal aufwerten können. Wir können die Aufwertung aber, glaube ich, auch jetzt starten. Und ich stelle gerade nochmal fest, dass die Burschen hier dass sie gar keine Ausrüstung bekommen. Das ist nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. Ich hätte eigentlich gerne, dass die jetzt schon Ressourcen bekommen. Wir machen voll. Ja, wobei, auf der anderen Seite, ja, wir machen die zuerst. Wir machen die zuletzt und wir machen dich als zweites. Wir machen die Verbesserungen ganz hinten und wir machen die Verstärkungen ganz hinten. Ich glaube, wir können es mal gerade so ein bisschen takten und gucken, wie das dann läuft. Ah, ein Gebirgsjägerbataillon zu haben oder eine Gebirgsjägerdivision zu haben, wäre schon cool. Vielleicht bleiben wir doch hier auf dem mittleren. Ja, ich glaube, das machen wir so. Wir werden es wahrscheinlich auch ohne schaffen, aber mit ist natürlich nochmal einfacher. Wir haben noch drei Regimenter, die unterwegs sind aus Spanien, die zu uns nach Hause zurück wollen. Hier das Hotte Hü darf ich nicht vergessen. Ich würde theoretisch sogar eine eigene Armee draus machen, lohnt sich aber nicht. Wir laufen da einfach durch. Ich glaube, die Franzosen werden Korsika nicht garnisonieren können. Das ist insofern eigentlich ziemlich gut, weil wir dann direkt meinen Flughafen und Hafen hier in dem Gebiet abnehmen. Der Hafen von Nizza zählt noch hier zu dieser Region. Ich glaube aber nicht unbedingt, dass er angelaufen werden wird. Müssen wir mal schauen. Mit den Panzern werde ich keine Invasion wagen, definitiv nicht. Ich möchte gerne die Italienflotte 4 auf eine andere Mission schicken.
Das hat folgenden Grund. Ich kann die, glaube ich, nicht richtig schützen. Denn ich habe noch nicht so ganz mitkalkuliert, dass die Franzosen ja hier auch noch einen Luftwaffenstützpunkt haben, soweit ich weiß. Ich sehe ihn halt nicht, aber ich glaube, sie haben hier noch einen Luftwaffenstützpunkt. Das heißt, es besteht hier die Gefahr, dass mir permanent meine Zerstörer bombardiert werden. Und das will ich eigentlich auch gerne vermeiden. Ich muss auch hier gar nicht mehr patrouillieren, die Briten werden die durchlassen. Mich werden sie nicht durchlassen, aber die Franzosen werden sie durchlassen wahrscheinlich. Müssen wir mal schauen. Rhodos wäre halt, das wäre schade, wenn wir Rhodos abgeben müssen. Ich könnte auf Rhodos noch ein paar Flieger stationieren, aber ich brauche die, glaube ich, wirklich hier drüben noch ein bisschen dringender. Da müssen wir mal gucken. Also ich würde fast sagen, bei der Italienflotte 4... Ja, du musst doch eigentlich, das ist so fummelig gemacht. Nochmal. Dann einmal hier und hier bitte. Und geh noch einmal hier auf Patrouille, das genügt mir eigentlich. Und den Konvoi-Überfall, den können wir, ich glaube den Konvoi-Überfall, den können wir lassen. Weil die U-Boote, da müssen wir mal abwarten, aber ich glaube, die U-Boote sind nicht ganz so leicht anfällig hier. Das müssen wir auch dann ein bisschen von der aktuellen Kriegssituation abhängig machen, wenn er dann eintritt, ne? Albanien werden wir bis dahin bekommen. Wir bauen noch an den Zivilfabriken. Ich würde aber jetzt echt gerne mal eine Militärfabrik dazwischen schieben. Denn Produktion ist tatsächlich so ein bisschen das Problem dann bei uns. Und wir machen es noch so... Wir machen es ein bisschen im Wechsel, weil ich glaube, wir werden durch Frankreich... werden wir recht viele Zivilfabriken bekommen. Ne, lass mal hier weg, bau die mir in Südtirol. Das ist okay. Ja... Wir sind nicht bestens auf den Krieg vorbereitet, ich muss es wirklich sagen, aber ich denke trotzdem, dass wir den schaffen werden. So, und ich wurde ja auch noch gebeten, ich soll doch bitte auf einer höheren Geschwindigkeitsstufe spielen. Aber Leute, lasst mich doch einfach ein bisschen machen. Ich kenne das Spiel noch nicht so gut wie ihr und ich muss mich noch ein bisschen reinfinden und ich werde auch auf jeden Fall auf einer höheren Geschwindigkeitsstufe mal spielen. Es kommt halt eben immer auch drauf an, was sich gerade so ereignet, ne? Und ich denke mal, gerade wenn ich im Krieg bin und meine Einheiten steuern will, da will ich auch einfach ein bisschen langsamer spielen. Also, habt Verständnis dafür, es wäre ganz toll. Jäger, Marine, Bombe und taktische Bombe. Ja, ich weiß nicht. Ich würde die luftnahe Unterstützung eigentlich mittlerweile ganz gerne mal ersetzen durch einen Jäger. Aber das Doofe ist, meine Jäger sind halt noch so veraltet. Wir bleiben bei der luftnahe Unterstützung. Luftnahe Unterstützung ist schon gut. Wir holen uns die zusätzliche Artillerie. ...238 haben wir auf Lager. Ach ja, komm, das geht. Ich verbessere die eigentlich immer ganz gerne so. Ich muss dich auf eine hohe Priorität setzen, glaube ich, sonst kommen die Fallschirmjäger nicht raus. Oder ich kann dich jetzt schon aktivieren, ne? Ihr seht, baut er mir die Fallschirmjäger nicht. Die Marineinfanterie. Aha, jetzt, okay, gut, alles klar. Ja. Ja, ich bin nicht so glücklich damit irgendwie. Das ist, das Bausystem sagt mir da gerade nicht ganz so zu, aber das ist jetzt nicht das ist jetzt nicht die Schuld von dem Spiel, sondern das ist meine Schuld. Ich wurde auch schon mal gefragt, wie jetzt das Lied XYZ heißt, das da gerade läuft. Bitte sag mir immer den Zeitstempel, aber es ist schwierig für mich, das rauszufinden. Das Lied übrigens heißt Tension Tunes 7, nur falls ihr das wissen wollt. Achso, und unsere Gebirgsjäger sind zurück. Nice. Mit einem Linksklick kann ich die wieder da hochschicken und mit einem Rechtsklick kann ich sie jetzt direkt hier auf diese Armee direkt draufziehen. Und da machen wir Giovanni Messe wieder rein, unseren besten General. Es ist unser bester General. Und dich muss ich ja direkt auch noch hier der Front zuweisen, über die Steuerungstaste, damit er hier in dem Angriffsplan mitwirkt.
Ich glaube, wir haben so lange Zeit. Dass wir uns eine dominierende Stellung schon vor dem Krieg erarbeiten können. Ich glaube, das haben wir auch gerade schon mit der zusätzlichen Artillerie bewerkstelligt. Ja, wir müssen halt noch viel Artillerie nachbauen, aber... Ja, wir sind halt echt hier krass am Limit, was die Ausrüstung angeht. Wenn ich dich auflöse, ich löse mal... Ich glaube, mir langen erstmal 4 Marine-Invasoren. Wenn ich das jetzt so mache... mach die Marine-Invasion. Ja, wobei, ich glaube tatsächlich, dass wir... Bauen wir mal auf jeden Fall noch diese Regimenter hier fertig. Die brauchen wir, glaube ich, noch. Und mit unseren Marines, da warten wir noch eine Sekunde. Gut. Das Lied heißt übrigens Imperius 1. Albanien unterwirft sich. Albanien ist damit jetzt ein Teil von uns. Achso, ich glaube, einen Tick muss ich noch abwarten. Dadurch bekommen wir neue Fabriken. Oh ja, und Militärfabriken habe ich gebraucht. Wir haben aber wenig Stahl. Das heißt... Ich muss übrigens gucken, ich weiß nicht, warum du dich nicht der Classis Romana anschließt, aber das wäre eigentlich genau das Ding, was ich jetzt wollen würde. Ja, ich werde außerdem mal gerade meine Flotten umbenennen. Sub 1. Ich guck mal gerade, kann man das noch irgendwie... Ne, ich kann es nicht so direkt umnennen, ne? Sub 2. Das sind die Destroyer. Das ist Sub 3. Verzeiht mir bitte, dass wir das jetzt nochmal... Ich werde die irgendwann auch nochmal nach Abonnenten umbenennen. Aber jetzt für den ersten Krieg gegen Frankreich muss es genügen. Der ist 1 für Destroyer, ist klar, ne? Und das ist meine zweite Destroyer-Flotte. So, gib mir noch ein bisschen Zeit. Bitte, ich werde das dann versuchen. Ja, ich glaube, wir gehen einen Ticken runter hier bei der Produktion des Schlachtschiffes. Es braucht einfach so unglaublich viel Stahl. Und wir packen hier die nächsten 2 Militärfabriken rein. Wir nehmen stattdessen noch einen Sirena-Class-U-Boot mit. Ich glaube, weil ich nehme das ganz gerne anstatt der Mamelli-Klasse, weil das einen höheren Ausweichwert hat. Und das ist bei U-Booten eigentlich ganz okay. Und du gehst in die Sub 3. Ich glaube, das ist die kleinste U-Boot-Flotte, die ich momentan habe. Du gehst natürlich alles, es geht alles in die Klasse Romana. Wir haben noch hier 2 Stück frei, 3,5 pro Jahr. So, jetzt haben wir noch 4 Stahl übrig. Zack, und weg ist es. Okay. Ich muss also aufpassen, wenn ich, muss mal ganz kurz überlegen. Ja, ich muss also aufpassen, wenn ich meine Militärfabriken bekomme, weil mir dann nämlich Stahl fehlen könnte. Ja. Die Sache ist jetzt natürlich, wie sieht das mit den Ressourcen weiterhin aus? Ich habe ja vorhin gesagt, ich würde gegen Griechenland angreifen. Das ist zumindest die Option, die ich mir gerne offen halten wollte, wegen dem Chrom. Aber ich glaube, wenn wir Frankreich erobert haben und wir von Frankreich, also wir, wenn wir Frankreich komplett fordern, wir bekommen ja Indochina, wir bekommen Frankreich und wir bekommen Afrika noch mit dazu. Und wenn ich mich nicht irre, Französisch-Guayana auch noch. Ja, da könnten wir eigentlich mal einen Krieg gegen Brasilien fingieren. Ah, wird garantiert von den USA, so ein Mist. Das wäre noch ziemlich assi. Aber gut, dann einfach nur, um der größte Territorialstaat der Erde zu sein. Also jetzt von der Fläche, vom Flächeninhalt insgesamt und jetzt nicht von der zusammenhängenden Fläche. Das werden wir dann wahrscheinlich sein, wenn wir das Vereinigte, wenn wir das Vereinigte Königreich erobert haben. Gut. Mit denen werden wir auch einen Krieg auf jeden Fall brauchen. Und die Sache ist,
dass wir sehr wahrscheinlich das spanisch-italienische Bündnis dann erst, ja, also wir werden es dann wahrscheinlich schon forschen, aber wir werden keinen Krieg erklären, also keinen zusätzlichen Krieg in dieser Zeit, denn ich möchte auf jeden Fall vorher, ja, ich möchte auf jeden Fall, bevor ich hier den, bevor ich einen weiteren Krieg erkläre, die Spanier in das Bündnis einladen. Ja, die sind echt arm dran, weil die haben nicht so viel Truppen und so weiter. Man muss sie aber nicht ins Bündnis rufen. Also ich, na, wobei. Also wir warten mal ab. Wir halten uns die Optionen offen. Wir geben wieder ein bisschen Gas, warten auf die weiteren Forschungen. Italienische Diplomaten haben der albanischen Regierung ein Ultimatum unterbreitet, in dem sie deren vollständige Unterwerfung unter eine Militärbesatzung fordern. Nachdem König Sok die Sinnlosigkeit des Widerstandes erkannte, dankte er ab. Nun wird Albanien in einer Personalunion von König Viktor Emanuel III. Regiert. Nice. Wir können übrigens jetzt noch abwarten, was Frankreich macht und was sie für einen Schwerpunkt wählen. Marineschwerpunkt, okay. Das ist eigentlich auch wieder ziemlich gut für uns. Denn jetzt sind sie auf jeden Fall 140 Tage von einem Bündnis mit Großbritannien entfernt. Noch 11 Tage, bis wir die Artillerie haben. Wir schauen nochmal kurz hier in die Rekrutierung rein. Ich kann immerhin ein paar Rekruten mitnehmen. Das Doofe ist halt eben einfach, dass mir zu diesem frühen Zeitpunkt, und natürlich ist es eine Schwäche dieser Vorgehensweise, die ich hier praktiziere, zu diesem frühen Zeitpunkt fehlt mir halt einfach die Ausrüstung. Das ist halt so. Das wird in dem Krieg auch nicht so viel besser werden. Der einzige Vorteil ist halt, die Franzosen sind von den Truppen her immer so zerstreut, da werden die nicht viel machen können. Will ich hier jetzt ansonsten in Albanien eine Luftwaffe stationieren, um mir hier die Luftüberlegenheit nach Möglichkeit zu sichern? Das ist mir schon fast ein bisschen zu riskant. Hier habe ich keine Luftüberlegenheit. Hier habe ich auch keine. Hier habe ich, ne? Moment mal, ich dachte, ich hätte hier auch noch andere Flieger stationiert. Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Luftüberlegenheit. Stopp. Nimm ihn. Und schick den mir mal nach Sardinien. Luftgeschwader aufteilen. Wählen Sie Luftgeschwader, dass Sie... Moment. Wählen Sie ein Luftgeschwader, dass sich nicht im Transfer befindet. Okay, gut. Das heißt also, muss der Transfer abgeschlossen sein, damit ich dich teilen kann. Gut, gut. Wir lassen das jetzt auf einer höheren Geschwindigkeit laufen. Hätte ich ihn überhaupt darüber transferieren müssen? Ich glaube eigentlich nicht, ne? Abfangen brauchen wir nicht. So, wir haben die Zwischenkriegsartillerie. Das ist schon mal gut. Wie lange brauchst du noch, bis du da bist? Nein, die Details wollte ich nicht sehen. Ah ja, jetzt kann ich dich teilen. Sehr schön. Und du holst mir hier bitte die Luftüberlegenheit. Ja, das hier ist halt wieder schwierig, ne? Muss ich abwarten, wie das in den ersten Kriegsrunden verläuft. Das können wir jetzt so noch nicht sagen. Wir wählen eine weitere Forschung. Oh, das ist jetzt nochmal eine knifflige Nummer. Müssen wir gerade noch schauen. Das ist alles so. Bisher verläuft eigentlich alles noch nach Plan. Ich würde eigentlich den Funk gerne erforschen. Ich glaube, das lohnt sich hier für uns. Die zusätzliche Verstärkungschance sollten wir als Option auf jeden Fall ziehen. Okay, nice. Ich kann bald hier meine Invasionstruppen festlegen. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn die noch in der Ausbildung sind, während der Krieg läuft. Denn unter Umständen kann ich sie auch hier irgendwo positionieren, um eine Invasion ein bisschen schneller zu machen. Okay, lass mal gerade noch ein bisschen weiter laufen, trink mal gerade einen Schluck.
Überquerung durch Flüsse. Ja, okay, gut. Nicht genügend Ressourcen ist okay. Ich könnte noch die Einheiten hier raushauen. Aber ich glaube, ich mache das später. Ich würde ansonsten jetzt eher nochmal versuchen, diesen Angriffsbefehl hier zu ergänzen. Den Angriffsbefehl, den ich hier gegeben habe. Ich glaube, den kann man doch noch erweitern. Wenn ich nämlich einem Anschluss daran sage, ich will, dass du dann weitermachst. Und, nee. So meine ich das nicht, sondern du sollst ja schon so versuchen. Ah, das ist so frickelig, ey. Ne, ihr seht's ja hier. Ich komme da gar nicht. Okay, wir machen es direkt am Fluss. Ich glaube, das scheint einfacher zu sein. Nicht wirklich. Das wird bestimmt nicht so funktionieren, wie ich es mir vorstelle. Hier, ihr seht's, ne? Ja, schade, echt schade. Es könnte ein cooles Feature sein, aber es ist halt einfach so mega fummelig und funktioniert ja dann leider auch selten. Dann sage ich doch dieses bitte. Man, jetzt machst du mir so einen Kack, ne? Das ist echt doof. Das ist echt schade. Ich muss es anders einstellen. Ich glaube, ich müsste ihm sagen, du musst dann danach so... Oh ne, das geht überhaupt nicht. Du müsstest danach so vielleicht, ne? Ja, und das machst du halt. Guckt euch das einfach mal an. Das macht halt alles wieder so. Das sieht in der Tat besser aus. Und dann hast du hier eine weitere. Ja, dann willst du hier über den Fluss, warum auch immer. Okay. Das muss ich dann manuell machen. Schade. Ich hätte das Feature gerne ein bisschen extensiver genutzt, aber ist okay. So, ich muss nochmal gerade checken, ob wir auch alles haben. Ist okay. Diplomatie ist egal. Handel haben wir gemacht. Ah, unsere Flotte. Steht hier noch auf Suchen und Zerstören? Ja, das tut sie. Dann wählen wir doch mal bitte alle Schiffe aus. Und anker mal hier drüben an der Küste. Und dann warten wir mal gerade noch drauf, dass die da ankommen. Super. Und dann sind wir eigentlich bereit fürs Küstenbombardement. Können den Krieg erklären mit der... Ja, mit unserem Eroberungsziel. Damit eskaliert der Krieg natürlich total. Oh, da passt die bombastische Musik mit dem Titel Victorious 2 natürlich total. Okay. Ich werde euch schon mal den Angriffsbefehl geben. Und bei dir müssen wir einfach mal gleich gucken. Okay, es geht direkt los. Hier oben schaffen wir es eigentlich sehr gut. Hier unten werden wir angegriffen, ne? Da geht er direkt in den Gegenangriff über. Aber er kriegt einen Nachteil. Oh, wir haben keine Luftüberlegenheit. Ach, weil er in der Alpenregion angreift. Fies Kind. Oh, da hat er 174 Bomber. Die können wir tatsächlich noch eine Zeit lang erdulden, aber wir müssen vorsichtig sein. Er hat auch in Italien die Luftüberlegenheit. Oh, das Deutsche Reich will uns Freiwilligendivisionen sind gerne der Schattenmann, der mysteriöse Schattenmann, soll er machen. Nehme ich gerne. Ich zähle mal gerade 6, 7, 10, 16, 20, 26, 28... 32, 37, 40, 50, 51. Das sind fast alle französischen Regimenter, die es überhaupt gibt. Das sind fast alle. Das heißt also, wir könnten
durchaus über eine, wir können durchaus über eine Invasion hier drüben nachdenken, aber wir lassen das noch ein bisschen, wir lassen das erstmal noch ein bisschen laufen. Ich glaube, wir werden hier oben durchbrechen können, weil wir einfach doch mit so einer geballten Feuerkraft hier attackieren. Wobei das auch wieder typisch KI ist, der greift dann natürlich lieber. Ja, warte mal kurz, Mädel. Hier drüben verlieren wir ja ansonsten noch am Ende, ne? Obwohl wir haben, ja, wir haben nur 72 hier drin. Der greift halt natürlich lieber dann mit der kompletten Marie an, anstatt ein paar als Reserve zurückzulassen. Aber wenn ich jetzt hier die Frontlinie rüberziehe, wird das auch nicht so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, ich glaube, wir werden eher diesen Angriffskeil hier aufteilen und ihn hier auch noch attackieren. Also wir haben die 1, die 1a, die 2a. Die nehmen wir doch direkt mal raus. Die 1, die 1a. Die 2a nehmen wir raus. Die 4a und die 5a. Das sind die mit den Hotte Hüs zusammen, die nicht attackieren sollten. Und dann greifen wir halt auch mit 90 an in der Frontbreite, was natürlich irgendwie einen Malus bedeuten müsste. Das heißt, wir nehmen noch die 3A mit raus. Dann sind wir zwar ein bisschen niedriger bei der Frontbreite, aber... So, wir müssen gucken. Hast du dich jetzt zurückgezogen? Im Tick oder geht das noch nicht? Ach nee, wir werden da auch angegriffen. Okay. Ich kann also hier nicht in den Gegenangriff übergehen. Alles klar. Okay. Deswegen kann ich dann wahrscheinlich auch mit einer größeren Zahl verteidigen. Dann hätte ich mich da ein bisschen mehr auffächern müssen. Mein Fehler. Dafür habe ich hier gleich Korsika. Ich glaube, da bin ich ganz glücklich drüber. Ja, das halten unsere Männer da auf jeden Fall durch. Das einzig Doofe ist halt nur, wir können scheiße gegen Infanterie mit unseren Panzern verteidigen. Ne? Das gefällt mir halt nicht. Aber wir haben halt den Bonus durch den Angriffsplan und dementsprechend haben die Franzosen da nicht die besten Karten. Okay. Kannst du hier rüber? Dann machen wir nämlich Folgendes. Muss man gerade hier schauen, wie sieht's da aus? Da habe ich Luftüberlegenheit ohne Ende. Wie sieht es hier aus? Da habe ich auch Luftüberlegenheit. Ich könnte mit ihm theoretisch sogar also so eine Küsteninvasion machen. Das machen wir aber nicht. Okay, gut. Ich muss warten, bis er da angekommen ist. Dann lassen wir die Franzosen sich erstmal an uns abarbeiten. Wie sieht denn das aus? 0 zu 406. Das ist, glaube ich, ganz gut. 63 bis 94. Ja, das ist mal günstig geschätzt für uns. Oh, es gibt eine Schlacht im westlichen Mittelmeer. Sehen wir das. Okay, das ist ein Konvoi, das ist okay. Konvoi ist nicht schlimm. Bitte hier hin. Komm mal zurück. Wir fügen dich einer weiteren Division hinzu. Ich bin sehr zufrieden damit, dass auch hier diese Schlacht zu unseren Gunsten verläuft. Auch wieder eine epische Musik. To the Singularity heißt das Lied. Wir werden Nizza angreifen. Mit massenweise Panzerunterstützung, von der allerdings nur zwei Panzer kämpfen können. Ihr seht übrigens hier ein Symbol, das dafür steht, dass unsere Panzer eigentlich nicht vom Gegner beeinträchtigt werden können. Wir werden auch hier direkt nochmal angegriffen, müssen uns hier also auch nochmal gegen die Franzosen verteidigenderweise zur Wehr setzen. Die ziehen wirklich alle Register. Und wenn ich mich jetzt... Ah ne, das ist auch ein Angriff auf uns, ne? Oder ist das jetzt ein... unsererseits. Es könnte auch ein Angriff unsererseits sein. Okay, jetzt sag mir die Armee. Die 5. Die 3. Die 2. Die 4. Die 1. Und die Verstärkung. Gehen nicht in den Angriff, sondern greifen hier drüben auf der Flanke an, wo er sehr schwach ist.
Die 39% werden wir hier durchhalten. Ich glaube, wir schaffen es schneller, ihn hier zu überrennen. Und auch wenn wir hier mit ein bisschen mehr Frontbreite angreifen, ich glaube, wir können ansonsten ohne Probleme auch noch ein Regiment zurückziehen. Das könnte sich eigentlich hier sogar lohnen. Wir ziehen dich zurück und packen dich noch hier mit in den Angriff rein. Also, das hat die KI schon für mich erledigt, wenn ich das richtig sehe, oder? Ist es so? Ich glaube, es ist so, ja. Da ist unser zweites Hotehü. Ich stecke dich in die Armee von unserem Kollegen hier. Und du kannst hier mithelfen. ...2000 gegen 24.000. 12:1 ist eine Quote, damit kann ich gerade so leben. Die Franzosen halt nicht. Das ist gut so. Wir machen es ein bisschen schneller. Ich muss aber darauf achten, dass ich hier auch meine Sägefechte mitbekomme. Da unten haben wir auch schon wieder eins. Warum hast du mir keinen Pop-up gegeben? Ach so, das ist... Das sind... U-Boote, alles klar. Wunderbar. 18 U-Boote versenkt. Einfach nur geil. Und 2 Konvois abgeschossen. Ich bin im siebten Himmel. Ich bin im siebten Torpedo-Himmel. Und ich habe vergessen, dass du einen Angriffsbefehl hattest. Ich bin ein Vollpfosten. Ich bin ein vollkommener Pfosten. Okay. Ich glaube, wir schaffen es noch da unten. Wir haben nicht so viel Zeit verstreichen lassen. Das ist der Vorteil, dass der Günner so lahm spielt wie eine Ente. Oh, wir sehen übrigens hier, das Wetter ist nicht gut. Also, wenn es regnet, dann muss man auch übrigens aufpassen hier in der Alpenregion. Muss man immer so ein bisschen, auch hier muss man aufs Wetter achten. Also nachts fliegen wir ja nicht, das haben wir ja gesagt. Aber wenn wir tagsüber fliegen würden zum Beispiel, da hätten wir dann auch das Problem, wenn wir nachts fliegen würden, wenn es dann mal regnet oder stürmt, dass wir dann nicht ganz so gut dastehen. Also hier müsste eigentlich ein bisschen mehr Durchbruch gehen für uns. Er hat nicht die Luftüberlegenheit und wir haben Luftunterstützung. Das ist doch gut für uns. 5 gegen 3. Giovanni müsste auch gleich mal noch eine Erfahrung bekommen. Hügelkämpfer, da haben wir es schon. Da Gebirgsjäger hat er bekommen, okay. Deutsches Reich ist unterwegs, im Krieg mit Frankreich ausgebrochen. Ja gut, das können wir... Oh, wir haben ausreichend Artillerie. Wir haben 8 Artillerie wieder übrig. Na, wenn das mal nicht genial ist, dann können wir... Dann könnten wir... Wow, Versorgungsengpass? In Äthiopien? Aber ich habe doch hier gar nichts. Ich suche doch hier überhaupt nichts. Es kann sein, dass er... Nee, ist eigentlich Quatsch. Kann sein, dass er eine Küsteninvasion macht. Noch theoretisch, aber es ist eigentlich auch Schwachsinn. Gut. Die Kolonialinfanterie werden wir benutzen, um hier das Gebiet zu sichern. Wir könnten theoretisch versuchen, eine Invasion zu starten, halte ich aber jetzt hier nicht für praktikabel. Ja, wir schauen nochmal kurz in den Luftkartenmodus. Ja, wir haben ihm, glaube ich, ziemlich übel, mitgespielt, dadurch, dass wir Korsika so schnell eingenommen haben. Es war auf jeden Fall ein taktischer Vorteil für uns. Schauen wir nochmal hier kurz. Okay, ich glaube, Mission erfüllt. Hervorragend. Okay. Dann gehen wir auf Gebiet garnisonieren und wir wählen bitte die ganzen Küstenprovinzen einmal aus. Du musst einfach nur verhindern, dass hier irgendwie die Franzosen einen Durchmarsch machen, indem sie da irgendwie... eine Landung vollführen. Das möchte ich gerne verhindern. Wie sieht's aus mit Gefechten hier unten? Eigentlich alles soweit im grünen Bereich. Das östliche Mittelmeer haben wir leider nicht unter Kontrolle, aber ist okay. Wir befinden uns so hier im Angriff. Werden hier auch noch angegriffen. Wir gewinnen aber noch. Franzosen 37.000. Verlusten wir 5.000. Das ist schon deutlich mehr als vorher. Schauen wir nochmal in die Ausrüstungsproduktion. Will ich bei der Artillerie runtergehen? Ich könnte es mir eigentlich theoretisch sogar eher leisten. Oh. Die Gebirgsjäger sind so gut wie fertig. Wir haben noch nicht die volle Erfahrungsstufe erreicht. Bei 97%. Das sieht eigentlich ganz gut aus, ne?
Wir haben nur 36 Artillerieaufhalte. Wie viel würde uns das kosten, wenn ich dir noch ein zweites Artilleriegeschütz gäbe? 396. Ja, da brauchen wir 10-mal so viel Artillerie. Das dauert noch, bis wir die produziert haben. Auch bei 7 am Tag wird das noch ziemlich lange dauern. Wir gehen ein bisschen runter. Wir produzieren noch etwas mehr Infanterieausrüstung. Wir haben eine Militärfabrik frei bekommen. Wahrscheinlich gerade eben durch eine Gebietseroberung, oder? Vielleicht kann das sein. Ja, Tatsache, oder? Wir haben auf jeden Fall mal Savoyen eingenommen. Damit kontrollieren wir tatsächlich den Stammsitz unseres Herrscherhauses, denn Victor Emmanuel III. Kommt aus dem Haus Savoyen. Interessant. Okay, das hier ist jetzt beliebig unübersichtlich. Ich sehe aber, dass wir hier eigentlich gewinnen und hier einen Durchbruch auch schaffen werden. Selbst mit der regulären Infanterie. Wir werden hier attackiert, oder was ist das? Die Angreifer sind auf jeden Fall hier wieder die Franzosen. Ich will hier eigentlich nicht stehen bleiben. Ich würde hier eigentlich gerne einen Keil reintreiben. Vor allen Dingen, solange wir nicht attackiert werden. Oh shit. Ja, warte mal ab, bis wir da oben durchgebrochen sind. Dann haben die Franzosen nämlich ein Problem. Wenn wir die 33% halten, bin ich happy. Ich habe keine Lust auf so einen Abnutzungskrieg. Vielleicht ist es cleverer, wir attackieren hier zusammen mit der 2. Infanteriedivision. Ich weiß noch nicht, ob ich so super aggressiv spielen will. Auf jeden Fall sehe ich, dass er hier drüben relativ schwach aufgestellt ist. Wir versuchen uns auf jeden Fall mal hier diese Region in Savoyen zu schnappen. Ja, ich muss hier gucken, dass ich die Panzerdivision und das Raggruppamento, dass ich die rausnehme. 2A, 3A und die Verstärkung bitte einmal raus. Ich werde allerdings den Teufel tun und mit dem Panzer hier ins Gebirge fahren. Er hat einen brutal hohen Verteidigungsbonus mit der mobilen Infanterie. Er kriegt halt auch Verstärkung, aber ich glaube, wenn wir hier noch ein bisschen aushalten, sind wir eigentlich gut bei der Sache. 6.000 zu 46.000, ja, es nivelliert sich langsam so ein bisschen. Aber wir werden ja gleich auch Verstärkung bekommen. Rekrut. Okay, der Fangstufe Rekrut, Rekrut und Rekrut. Dann zeig mir doch mal gerade, was ausgebildet. Das ist halt eine Stufe höher, glaube ich, ne? Oder regulär. So, kurz, hatten wir nicht irgendwo auch noch so eine... Können wir nicht irgendwo noch Rekruten? Nee, das ist... Ja, minus 25% Modifikator. Fuck. Ja. Hau bloß ab. Ey. Komm. Gib mir die Einheiten. Ja. Ist schon gut, Junge. Wir sind da durchgebrochen übrigens. Was machst du jetzt? Hau das noch hin rechtzeitig. Naja, wenn du meinst, ne? Ja, der setzt hier natürlich alles auf eine Karte. Und versucht halt Nizza mit allen Kräften zu verteidigen. Da wären jetzt halt Fallschirmspringer, würde ich jetzt hier oben in Paris werfen, dann kapitulieren die Franzosen. Aber ich meine, so einfach will ich es mir jetzt auch nicht machen. Zweite Weltkrieg ist kein Ponyhof, ja. Oh. Wir haben eine Seeschlacht. Ja, nochmal unsere Zerstörerflotte gegen ein paar U-Boote. Das könnte gut für uns ausgehen. Scheiße. Wir werden es nicht halten können. Ja, er zieht sich zurück.
Dafür fährt er gerne wieder mit dem Panzer ins Gebirge. Ah ne, er gibt's auf. Er gibt's tatsächlich auf. Ja, wir können jetzt noch keinen weiteren Angriffsbefehl setzen. Wir warten, bis wir hier vorgestoßen sind. Noch ein paar deutsche Soldaten zur Verstärkung, das finde ich auf jeden Fall gut. Ich freue mich, wenn unsere Verstärkung dazu kommt. Sehr schön. Auf jeden Fall. Die Küstenbombardierung scheint bei unseren Schiffen aktuell noch nicht so viel auszumachen. Ah, er hat sich die Provinz zurückgeholt mit einem Panzer. Na, das ist die KI. Der stellt auch gerne mal einen Panzer ins Gebirge. Oh, wir müssen hier verteidigen. Mhm. Nee. Geh mal nicht dazu verteidigen dazu, sondern greif den mal an. Bist zwar noch nicht ganz voll auf, aber einen Panzer im Gebirge angreifen, das kannst sogar du. Östliches Mittelmeer. Ja, ist egal. Östliches Mittelmeer ist nicht... Das ist nicht der Krisenherd für mich. Libyen definitiv auch nicht. Muss man auch noch sagen. Okay, wow. Die KI greift mal wieder scheiße an, aber ist okay. Nice. Muss es dich zurückziehen, okay. Aber den Angriff können wir abwehren. Die Schweizer machen Liegestütze an der Grenze. Sehr schön. 13.000 zu 73.000. Auch nicht verkehrt. Okay, den Panzer kriegen wir. Ich weiß nicht, ob er damit weg ist. Aber... auf jeden Fall sieht es gut für uns aus. Ja, super. Durchbruch an der Stelle geschafft. Muss ich mal gerade pausieren. Wir haben hier momentan 3 Regimenter, 4 Regimenter in Wachtestellung. Das ist scheiße. Da habt ihr nichts zu suchen. Ihr müsst auf jeden Fall kämpfen. Und du musst hier rüber und dann am besten auch in den Angriff übergehen, oder? Diese Division kann die Panzerung von 1 insgesamt 2 feindlichen Divisionen durchschlagen. Okay. Bin ich gerade aber ein bisschen unsicher. Okay, er hat da eine Panzerdivision mit drin, aber... naja, wir kommen halt nicht... wir kommen halt nicht zur Verstärkung. Ich glaube, das ist unser Problem hier. Wir brauchen einen höheren Verstärkungswert insgesamt. Wir sind hier mittlerweile... wir sind mittlerweile in Nizza unterlegen. Warum? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil meine anderen Divisionen, die ich vorhin rausgezogen habe, jetzt auch mit angreifen müssen. Mit dazu, Mädels. Und mal, da geht doch was. Vielleicht kriegen wir da noch einen Panzer oder zwei rein. Das ging die Infanterie der Franzosen auf jeden Fall Gold wert. Ja, ich brauche die Artillerie da oben drin. Ein Seegefecht, wir müssen gucken. Also Seegefechte sind echt gierig, weil da besteht immer die Gefahr, dass man eine komplette Flotte mal verliert. Und deswegen müssen wir unsere Jungs da hier auf Abruf bereithalten. Du willst mich verarschen. Ihr habt Piemont verloren, du bist doch bedeppert. Wie haben die denn das geschafft? Drauf kommen von mehreren Seiten. Hallo? Ja, es ist natürlich auch nicht so schlau von mir, hier da anzugreifen, wo die Front am stärksten ist, ne? Das ist halt klar. Aber, ach so, vielleicht können wir... nee, bleib mal einfach nochmal. Ist, glaube ich, schon ganz okay. Wir bleiben da einfach mal im Angriff drin. Ich meine, wir binden ja auch damit einen Großteil seiner Truppen. Jetzt müssen wir uns halt nur da Dinge da wieder zurückholen.
ist auch nicht gut. Okay, wir haben ihn rausgeboxt. Wir müssen nochmal rein. Wir müssen nochmal rein in den Kampf. Wie sieht es hier aus? Läuft eigentlich ganz gut. Da kann ich halt nicht warten, bis die Truppen fertig ausgebildet sind. Oh, da habe ich ein paar Sachen nicht gelesen. Wir haben einen Transporter verloren. Okay, sehr schade. Aber wenn das bisher alles ist an Schiffen, dann bin ich happy. Wen attackiert er denn da? Achso, das ist unser Angriff, der da läuft. Achso, weil der so viel Verstärkung da kriegt. Können wir nicht irgendwie jetzt schnell hier durchbrechen und ihn dann hier einkesseln? Das wäre so genial. Lass mich überlegen. Wenn du ihn hier attackierst. Und seine Truppen hier bindest. Scheiße, sie sind schon alle wieder. Die verteidigen alle wieder. Warum? Angriff. Geht nicht. Warum nicht? Angriff. Hast du irgendwelche Truppen da verlagert? Ich weiß es nicht. Am besten macht man immer halt alles selbst, aber... Ich weiß halt auch nicht, ob es sich lohnt. Ah, wir haben hier einen Moralvorteil, denke ich. Wir müssten eigentlich jetzt es irgendwie schaffen. Das Gebirge, da kann ich nicht durch. Stadtgebiet ist halt so scheiße, mit einem Panzer anzugreifen. Aber ich krieg halt keinen Verschleiß, wenn ich das... Oder krieg ich Verschleiß, wenn ich das schicke? Wow, 40% Verschleißrate? Woher kommt denn das bitte? Gebirge? Ach so, weil das eine Stadt im Gebirge... Nizza zählt als Stadt im Gebirge, dann komm zurück. Dann komm zurück. Dann bleibt er erstmal stehen und dann machen wir vielleicht mit dir doch eine anderweitige Invasion. Dann gehst du bitte hier noch in die Armee mit rein. Ich bin da absolut unhappy, dass da keinerlei Verstärkung von mir reinkommt. Das kann eigentlich nicht sein. Wir müssen es echt anders machen. Wir müssen es anders machen. Wir müssen den Angriff da abbrechen, definitiv. Und wir müssten eigentlich hier durch. Da führen wir momentan den Angriff. Davon haben wir nicht viel. Mit den drei Divisionen. Wir könnten es anders machen. Wir könnten dich mitnehmen. Stopp mal gerade den Angriffsplan. Wir nehmen dich mit und greifen hier an. Hör es auch mal auf mit dem Angreifen. Lass mal. Lass mal, Mädels. Was ist das für ein Terrain? Ich sehe es gar nicht. Ich kann es auch gar nicht anwählen. Gebirge, alles klar. Gut, da kämpfst du super. Dann bleib du da stehen. Du versuchst ihn hier aufzuhalten. Ja, da brauchen wir noch eine Einheit mehr. Du gehst hier hin. Die anderen zwei bleiben da stehen. Wir gucken mal, ob er da einen Angriff versucht. Wahrscheinlich würde das gleich machen, einfach nur um unsere Bewegung zu stoppen. Aber ich denke, wir können hier einen Durchbruch schaffen. Wenn wir hier den Durchbruch geschafft haben, dann ist er sowas von am Arsch. Okay, komm, greif an. Wir müssen... Warum kannst du nicht angreifen? Ach, weil wir angegriffen werden. Ich verstehe. Ja, er versucht hier meine Einheiten aufzuhalten. Er braucht halt Zeit, um seine Truppen verstärken zu können. Deswegen macht er hier so viele Ausfallmanöver. Und attackiert mich hier drüben. Du machst einen Angriff, bist du bekloppt? Rennst du die ganze Zeit in die verteidigten Gebirgsstellungen, oder wie? Okay. So, Ladies.
Wir machen das anders, Mädels. Wir machen jetzt so eine hinterfotzige Taktik gleich. Achso, ich muss noch warten, bis die Truppen da sind. Jetzt sind es schon wieder zwei. Okay. Nationaler Schwerpunkt. Freundschaft mit Bulgarien abgeschlossen. Nicht verkehrt. Wir nehmen Italien zuerst. In Anbetracht der Tatsache, dass Bulgarien uns in diesem Krieg unterstützen wird, könnten wir uns das jetzt sogar fast leisten. Hier auf einen Stellungskrieg zu warten. 19 gegen 113.000. Das ist immer noch eine 10 zu 1 Quote. Das ist gut wie, ne? Alles klar, komm, greif mal an. Ich will nicht, dass die Infanterie sich hier verzieht. Und du greifst natürlich wieder da an, wo seine Front am stärksten ist, ne? Sieben Divisionen hat er da drin. Wie sieht es hier aus? Fähigkeit Gebirgsjäger, ist doch schön. Das ging halt auch schnell. Oh, der ist auch schon Level 5. Das ist halt einfach nur krank, ne? Schlitzohr 75, Häuserkampfspezialist 71. Wie sieht's bei dir aus? Was gebe da noch? Schlitzohr 95 und so weiter. Ja, ich kann halt hier nirgendwo flankieren. Das ist halt mein Problem. Wir müssen wirklich auch so ein bisschen schauen, wo die Front nicht so stark ist. Aber das ist echt schwierig. Ja, wir werden das im nächsten Teil sehen, Leute. Ich bin mal gespannt, wie das hier weitergeht. Ich sehe es auf jeden Fall hier nicht ein, mit den Panzern am Ende neu ins Gebirge zu fahren. Dann machen wir das lieber noch eine andere Art. Du verteidigst irgendwas. Werden wir angegriffen? Tatsache. Mutiger Franzose. Okay. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder, Leute. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute und sage, macht's gut bis dahin. Ciao.